Neuer Tag, neue Handschuhe, neuer Versuch. Nachdem wir die Motorlager getauscht haben, werden wir das Getriebe nochmal ansetzen und hoffentlich in die Kupplung kriegen. Das ging früher irgendwie einfacher. So ist es in der Flucht. Jetzt muss eigentlich nur noch da rein. So. Ich hebel hier jetzt noch mal unter der Ölwanne gegen, um nicht nur am Getriebe dann einen Hebelpunkt zu haben, sondern quasi einen Gegenpunkt am Motor, damit quasi, wenn beides wiggelt, damit das da irgendwie reinrutscht. Meinst du, das ist wieder sketchy? Gerade nicht so. Das sieht schon mal besser aus als vorher. Ich nehme jetzt eine Triebeschraube, setze sie in die Glocke. Achso, da kommt die lange hin. Deswegen habe ich mir das hier so angeordnet. Das ist nämlich so grob die Anordnung, wie sie auch hier am Getriebe ist, damit ihr nicht durcheinander kommt, welche Schraube wohin kommt. Weil die haben verschiedene Längen und auch Dicken. Und teilweise werden die durchgesteckt und dann mit einer Mutter gekontert. Teilweise werden die in den Block geschraubt. Und damit ihr da nicht durcheinander kommt, empfehle ich euch auf jeden Fall, euch so eine Anordnung zu machen. Das ist 19, das 17. Das liegt doch alles hier. Ich sag ja immer, wer aufräumt, ist einfach nur zu faul zum Suchen. Das klingt irgendwie besser. Ja, das klingt nicht nur besser, das ist auch besser. Wenn ihr nicht allein seid, dann könnt ihr natürlich mit zwei, drei Mann das Getriebe erst reinwuchten und dann festschrauben. Aber dadurch, dass ich hier alleine bin, muss ich mir ein bisschen selbstbehilflich sein. Und deswegen mache ich das jetzt mit den Schrauben und dann versuche ich das da rein zu wiggeln. Du bist ja gar nicht allein. Ja, aber du kannst ja nicht. Außerdem wollen wir das ja auch eigentlich so zeigen, dass man das auch alleine machen kann. Auch alleine machen kann. So, die Seite ist soweit drin. Wenn ich mir das hier angucke, sieht das auch ganz gut aus. Jetzt schraube ich links zwei Getriebeschrauben rein. Da müsst ihr darauf achten, weil da ist das Halteblech für die Schelle des Flammrohrs mit dran. Und oben ist die lange Schraube, unten ist die kurze Schraube. Da müsst ihr bitte Acht drauf geben, weil sonst haut das nicht hin. Das ist hier und wie ihr seht, oben ist die lange Schraube, unten ist die kurze Schraube und so sitzt das dann insgesamt. Und das schraube ich jetzt fest. Das ist also deine zweite Lieblingsschraube jetzt? Ja, die ist nämlich genauso super wie die auf der anderen Seite. Du kommst nämlich kaum dran. Und sie ist mit dem Gelenk arbeiten und fünf Verlängerungen. Und sie ist auch nicht richtig, ne? Ne, da siehst du mit deinen Fingern. Und ich empfehle euch auch, diese Schraube zu entfetten, weil die sitzt so dumm, wenn ihr dann dreht und eure Finger glitschen die ganze Zeit an der Schraube, ihr denkt, die dreht die und dann guckt ihr da nach 5 Minuten drauf und die sitzt immer noch da, wo sie vorher war, dann kriegt ihr einen am Koller. Für sie getestet, ne? Ja, damit ihr ein Bild davon bekommt, wo die Schrauben sitzen, schnipse ich uns jetzt einmal in die Garage und dann zeige ich euch nämlich am Motorständer, wo die Schrauben sitzen. Die beiden Getriebeschrauben, die man oben nicht sieht, die sind nämlich ganz weit oben am Block, kurz vorm Kopf, einmal hier und hier. Und dann habt ihr hinter dieser Mutter ungefähr ist noch eine Schraube. Dann ist hier noch eine, da wo der Motorblock auch fest ist. Dann ist dort und dort eine, die kann man von unten sehen. Hier ist auch der Halter für den Auspuff mit dran. Und hier auf der anderen Seite zwei Schrauben. Dann ist hier die Schraube, die mit einer Mutter gekontert wird, die durchgesteckt wird. Und darüber wird dann der Anlasser noch am Getriebe festgeschraubt. Der sitzt dann ungefähr hier so. Darüber, wie gerade erwähnt, die eine der beiden Lieblingsschrauben meinerseits. So, dann fehlen eigentlich nur noch die drei Schrauben für den Anlasser. Und dann sind wir fast schon fertig. Ja. Wir haben ja den Anlasser hinten losgemacht, als wir den Motorhalter dran gemacht haben, ne?
Nein. Dabei hat sich der anders ein bisschen verdreht. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir das wieder hinkriegen. Ohne das Getriebe abzunehmen, meinst du? Ja, natürlich ohne das Getriebe abzunehmen. Wenn man nicht wüsste, dass da jetzt 4 Verlängerungen und ein Gelenk dran hängen, ne? Dann würde man denken, das ist eine Werbung der Handwerkskammer. Neu, jetzt auch mit Ausländern. Du musst noch Daumen machen. Jetzt löse ich nochmal eine Schraube. Das ist Kopfweite 17. Das ist die, die mit der Mutter gesichert ist, beziehungsweise gekonnt hat. Die habe ich am Anfang genutzt, um das Getriebe reinzuziehen. Die löse ich jetzt nochmal, weil da kommt der Halter für den Nehmerzylinder noch mit dran. Und dann kommt die Schraube wieder drauf. Ja, gut. Pack ich die Schraube von der Seite nicht rein. So. So, damit wäre das Getriebe jetzt fest. Jetzt bauen wir noch die ganzen Abbauteile an. Nämlich den Nehmerzylinder, den Bügel für die Anlasserleitung und den Rückwärtsgangschalter und den Neutralschalter, wofür auch immer der da ist. Dann können wir die Cutterwelle und den Powerplant Frame dran machen und dann sind wir eigentlich bis auf den Auspuff durch mit der Geschichte. Der Nehmerzylinder ist mit 2 Schrauben fest. Die sehen so aus. Die haben Kopfweite 12 mm und befestige den Nehmerzylinder jetzt am Getriebe. Und jetzt können wir den ganzen Mumps ablassen, weil jetzt ist das Getriebe fest. So. Und jetzt werden wir nämlich erst die Kardanwelle, dann den Powerplant Frame montieren. Bevor wir uns daran machen, werde ich eben die Tachowelle und den Rückwärtsgangschalter und den Neutralschalter einmal wieder verbinden. Wie rum ihr die hier anschließt, ist gänzlich egal, weil das sind im Prinzip nur An-Aus-Schalter. Ob das jetzt von hier rein und da raus geht oder von hier rein und da raus, ist völlig egal, weil die Funktion ist so oder so gegeben. Also ihr braucht nicht darauf achten, wie rum das drankommt. Verwechseln könnt ihr die beiden nämlich auch nicht, weil die Stecker und Buchsen sich so weit unterscheiden, dass man die gar nicht irgendwie andersrum dran machen kann. Das einmal und die anderen sind auf der anderen Seite. Die haben wir auch dran. Das machen wir gleich erst dran, weil der Powerplant Frame muss dran sein, weil die Tachowelle wird quasi durch den Powerplant Frame gesteckt und dann angeschraubt. Deswegen lassen wir das erstmal ab. Ich werde jetzt erstmal die ganzen kaputten Klipse hier entfernen und neue dran machen. Da habe ich nämlich noch welche da. Und dann werden wir die Kardanwelle und den Powerplant Frame montieren. Jan Hendrik, wenn du das siehst, hör auf, Sachen kaputt zu machen. Und feine Werkstatt. Und feine Werkstatt. Also, die Kardanwelle haben wir zuvor markiert, bevor wir die abgenommen haben. Einmal hier und einmal im Getriebe. Da hier durch das ganze Öl die Markierung weg ist, aber ich nicht doof bin und am Zapfen auch eine Markierung gesetzt habe, nachdem ich die Kardanwelle abgezogen habe, war hier eine Markierung. Die habe ich fortgeführt und auf den Zapfen auch noch eine Markierung gesetzt. Deswegen haben wir einmal hier eine Markierung und einmal am Zapfen eine Markierung. Da werde ich das jetzt aufsetzen, dann einführen. Aha. So, dann haben wir hier auch eine Markierung gesetzt. Das ist natürlich geil, dass jetzt ein Gang drin ist. Die Handbremse angezogen ist. Weil das haut nämlich so. So, ich habe jetzt den Powerplan in der Hand. Ich setze den Bums jetzt mal an. Und dann gucken wir mal, ob das passt. Ah.
Das hat schon mal ganz gut hingehauen. Jetzt nehmt ihr die Schrauben für hinten, also fürs Diff. Da sind nämlich die, ich nenne die Dinger Rändelmuttern, weil die hier so gerändelt sind. Die Rändelmuttern, die setzt ihr oben an. Das sieht man nur arg schlecht. Und dann führt ihr die Schraube hier schon mal durch. So, die ist schon mal angesetzt. Und dann nehmt ihr die andere, die ohne Absatz. Die kommt nämlich hinten rein. Und dann setzt ihr die auch noch an. So, dann nehmen wir die beiden vorderen Schrauben. Die sind beide gleich. Die kommen hier vorne rein. So, und da müsst ihr dann schauen, weil die beiden Muttern, die Käfigmuttern, die hier vorne dran sind, die kann man nämlich verschieben, weil die an einem Langloch sind. Und da müsst ihr dann darauf achten, dass die am richtigen Punkt stehen, damit ihr die Schrauben in die Muttern geschraubt bekommt. So, da ist hier eine angesetzt, die andere dementsprechend auch. Und dann haben wir noch eine kurze Schraube, die kommt nämlich hier rein. Ja, und jetzt ziehen wir alle fest. Dann nehmen wir noch die Tachowelle. Da hatte ich ja gesagt, dass die durch den Powerplant Frame gesteckt wird. Die kommt dann wieder ins Getriebe, wird hier die Überwurfmutter wieder festgeschraubt. Und damit wäre der Powerplant Frame wieder drin. Jetzt fehlen nur noch die Klipse, die an den Powerplant Frame kommen. Dann fehlt noch der Auspuff. Aber das mache ich jetzt nicht. Wie man das auseinander nimmt, habe ich euch schon gezeigt. Und zusammen geht es einfach in umgekehrter Reihenfolge. Wir werden jetzt nämlich im Anschluss noch ein Video drehen zum Diff-Ausbau. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht fertig. Aber das war's mit unserem Tutorial zur Kupplung. Ich hoffe, wir konnten euch beim Kupplungswechsel helfen. Wir widmen uns jetzt dem Diff. Gebt uns ein Like, kommentiert, folgt uns auch auf Facebook und Instagram. Ich sage an dieser Stelle ciao.